Na, so geht das nicht weiter. Der hat sein Konto schon wieder überzogen. Den muss ich anrufen. Grüß Gott, Servus. Ich da, wer dort? Ja, grüß Gott, Herr Fülzmoser. Vulgo von Kempauer aus Steibach. Aber ist denn da? Ma, bitte entschuldigen Sie, Ihr Bankbetreuer von Ihrer Hausbank. Aha, und was will der von mir? Es tut mir leid, aber wir haben ein ernsthaftes Problem. Sie müssen dringend in die Bank kommen. Ihr Konto ist genau 585,60 € im Minus. Ja, interessant. Können Sie einmal nachschauen, wie hat denn das vor 14 Tagen ausgeschaut, mein Konto? Ein Augenblick. Da war es genau 513,40 € im Plus. Ja, siehst. Und hab ich Sie dann angerufen? Vierte! Der legt einfach auf. Der hat vielleicht Nerven. Grüß Gott. Servus. Ja, noch einmal doppelt heute besser. Grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt sind Sie doch da. Ja. Sie, Herr Bankbeamter. Wo Sie angerufen haben, war ich gerade vor der Tür draußen beim Geldauswurfgerät. Beim Bankomaten? Genau. Ich wollte 100 € beheben zum Danken. Eine Frage. Kann das sein, dass bei Ihnen eventuell ein Albaka im Bankomat drin arbeitet? Bitte, wieso ein Albaka? Ja, Geld habe ich keins gekriegt, aber mir kommt vor, der Bankomat hat mir anspuckt. Deshalb habe ich ja angerufen. Ihr Konto ist überzogen. Ja, super. Und was machen wir jetzt? Wissen Sie was? Da werden wir schon eine Lösung finden. Bitte, nehmen wir es Platz. Nunchen. Zuerst schauen wir uns einmal Ihre Verhältnisse an. Jetzt hör's aber auf. Ich hab kein Verhältnis. Ich bin mit meiner Froni 25 Jahre lang glücklich verheiratet. Zumindest verheiratet. Schreiben Sie verheiratet. Ich weiß, Sie haben ja beide ein Gemeinschaftskonto. Ich meine aber Ihre finanziellen Verhältnisse, sprich Ihr Einkommen. Jo. Mit dem Einkommen ist schwer auskommen. Das ist auch schon oft vorkommen. Das kann in Zeiten wie diesen schon passieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich auf Ihr Konto schaue, alle Ausgaben sind nicht unbedingt notwendig. Sie müssen schauen, dass am Ende vom Monat noch ein Geld übrig ist. Ja, aber da bin ich nicht schuld, sondern die Frau nicht. Die hat da was verwechselt. Wie verwechselt? Bei der ist immer am Ende vom Geld noch so viel Monat übrig. Also, Herr Fülzmoser. Vulgo Fockenbauer als Steibach. Was machen wir jetzt mit Ihnen? Das Konto ist überzogen, leicht aber trotzdem. Rücklagen sind da, trotzdem aber nur leicht. Und wenn die Aufzeichnungen vom letzten Mal stimmen, wollen Sie ja investieren. Ja, das stimmt. Ich brauche bitte schon einen Kredit. Ein Kredit? In Ordnung. Wie viel Geld brauchen Sie und wofür benötigen Sie das Geld? Sie sind aber ganz schön neugierig. Ich meine, ich brauche nicht viel. Circa ungefähr so 20.000 €. Was? 20.000 €? Ja. Ich habe beim Hof so viel zu herrichten. Ja, was war denn alles zu machen und vor allem, warum? Ja, denken Sie an die Energiepreise. Ich muss sie investieren, um zu sparen.
Ja, wie sparen Sie jetzt? Jetzt tue ich so sparen, ich gehe jeden Abend ins Gasthaus. Aha, und da verbrauchen Sie jetzt weniger als sonst, oder wie? Aber was hat das mit den Energiepreisen zu tun? Ich kläre Ihnen das so. Ich gehe jeden Abend ins Gasthaus und bevor ich bei der Haustür rausgehe, gebe ich meiner Frau der Froni ihren Mantel. Ja klar, Sie nehmen Ihr Froni ja mit. Nicht ganz. Ich sage dann immer, Froni, ich wünsche dir viel Spaß daheim. Wird kalt werden, zieh den Mantel aus, weil ich da die Heizung abschalten. Das heißt, Sie brauchen eine neue Heizung, damit das Heizen günstiger wird. Genau, das ist es ja. Haben Sie schon an eine Biogasheizung oder an eine Bioölheizung gedacht? Ja, das ist mir eher unsympathisch, weil mit Gas und Öl habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Warum schlechte Erfahrungen? Ja, mit der Frau nicht. Immer, wenn ich vom Gasthaus heimkomme, kriege ich aber so Gas. Warum? Ja, weil ich ab und zu in Öl bin. Wenn Sie schon investieren wollen, um Energiekosten zu sparen, dann würde ich Ihnen Solar empfehlen. Ma bitte nicht. Mein Brieftaschen ist eh schon Solar. Da haben Sie mich falsch verstanden. Ich rede von Sonnenstrom, von einer Solaranlage oder von einer Photovoltaikanlage. Haben Sie daran schon gedacht? Ja, habe ich, aber das ist viel zu teuer. Die Frau hat gesagt, wenn wir eine Photovoltaikanlage machen, dann geht sie jeden Tag zum Friseur. Warum zum Friseur? Ja, damit sie fertig gemacht wird. Sie hat gesagt, das ist eine Anlage, die mit Sonnenenergie jeden Tag von ihr ein Foto macht. Also, Herr Fülzmoser. Bulgar Fockenbauer aus Steibach. Also, mir kommt vor, Sie wollen mich wirklich pflanzen? Ja. Der Fockenbauer ist ganz schlauer. Wie tun wir jetzt weiter? Ja, von mir aus, ich darf die 20.000 gleich mitnehmen, dann sind wir zwar fertig. Moment. Das müssen wir mal berechnen. Für einen Kredit muss ich zuerst einmal wissen, wie hoch soll denn die monatliche Rate sein? Ein Druckzahl muss ja. Ja, selbstverständlich. Zuerst müssen wir eine Haushaltsrechnung machen. Das ist ganz blöd. Weil für ein Haushalt habe ich keine Rechnung. Ich kaufe nämlich alles bei der Genossenschaft ein. Ich glaube, da haben Sie mich wieder falsch verstanden. Eine Haushaltsrechnung machen bedeutet, wir stellen Ihre monatlichen Einnahmen den monatlichen Ausgaben gegenüber. Und dadurch finden wir dann heraus, wie hoch die monatliche Rate sein darf. Jo. Wird sein, jo. Wie hoch sind denn Ihre monatlichen Einnahmen? Also, ich verdiene Geld beim Fockenschlachting und beim Holzschlägern. Also, die Angaben sind mir zu unregelmäßig. Am besten, wir machen mal mit den Sicherheiten weiter. Können Sie für den Kredit Sicherheiten anbieten? Ja, sicher. Ja, ganz konkret, wie schaut es bei Ihnen am Grundbuch aus? Da müssen Sie nachschauen. Ich habe meine Bücher alle in den Dachboden oben. Bei Laufensteigen nachschauen ist kein Problem. Nein, ich meine, ob wir auf Ihrer Liegenschaft eine Hypothek eintragen können. Was, Apotheken? Nein, ich meine das Pfandrecht. Jetzt hören Sie mal auf mit Ihren Ausdrücken da. Ich bin ja kein Bankbeamter. Und außerdem habe ich den Hof gepachtet. Also, Herr Fülzmoser. Bulgar Fockenbauer aus Steibach. Es wird schwierig, Ihnen überhaupt einen Kredit zu gewähren. Eine Frage. Wenn ich jetzt 1.000 Euro nehme, ich zahle alles zurück. Ich habe das Geld von Fockenschlachting. Ich habe das Geld von Holzschlägern. Noch was, eintragen sofort. Ich habe 20 Schafe drin in Steibach. Kriege ich auch Geld. Herr Fockenmoser! Fülzmoser! Das ist mir jetzt auch schon egal. Jetzt sage ich Ihnen etwas. Da haben Sie jetzt 100 Euro aus Männertaschen. Aber bitte, verschwinden Sie! Eine Frage noch, Herr Bankbeamter. Wie schaut denn das aus da wegen den Zinsen? Und bis wann müssen Sie das zurückzahlen?
Das Geld brauchen Sie mir überhaupt nicht zurückzahlen. Das Geld schenke ich Ihnen. Auf Wiedersehen. Boah, also so hart bin ich noch nie zu meinem Dankgeld gekommen. Für dich.